Hallo und herzlich willkommen. Wir starten heute ein wunderschönes kulinarisches Projekt mit Polnischem Institut. Ich bin die Agata Doll und ich leite das Agata seit fast 8 Jahren. Wir wurden 2013 mit Michelin-Sternen ausgezeichnet und bisher erfolgreich gehalten. Ich bin heute hier mit Philipp. Philipp ist bei uns in der Küche, auch einer, der die Küche auch leitet. Und wir kochen heute 2 tolle Gerichte, die mich auch ein bisschen oder die aus meiner Heimat auch abgeleitet werden. Und zwar die Sauerampfer-Cremesuppe und eine Makrele süß-sauer. Und wir wissen genau, dass jetzt viele Restaurants geschlossen haben und unsere liebe Gäste und alle anderen, die zu Hause vielleicht bleiben müssen, jetzt Zeit haben und wunderbar auch sich ausprobieren können und die Gerichte mal nachkochen. Auf jeden Fall. Vielleicht dazwischen noch ganz wichtig, alle Gemüse abschnitten, Resten, Schalen einfach aufbewahren, weil daraus kann man wunderbar auch eine Gemüsebrühe zum Beispiel zu Hause kochen. Genau. Und das ist auch halt etwas, was natürlich auch bei Zugabe, bei schönen Suppen, auch bei den Suppen, auch natürlich den Geschmack ein bisschen intensiver und schöner macht auch. Das ist auch eine Sache, viele kaufen sich gekörnte Brühen zu Hause, sei es Rinderbouillon oder Gemüsebrühe in dem kleinen Gläschen als Pulver, das kennen wir alle. Die Sache ist, wenn man mit solchen Sachen kocht, es schmeckt alles einheitlich nach dieser Brühe. Deshalb ist das immer ganz cool, wenn man bestimmte Gemüseabschnitte hat, so wie jetzt hier, macht man sich eine kleine Ecke im Kühlschrank, wo man das immer wieder reinschmeißt und wenn man eine bestimmte Menge hat, einfach mal alles in den Topf rein, mit Wasser auffüllen, aufkochen und dann kann man das auch wunderbar in einem Einwegglas umfüllen dann und das hält sich sicherlich ein paar Tage und man hat immer was zu kochen zu Hause. Unsere Basis-Cremesuppe für die Sauerampfersuppe ist an sich eine klassische Beurre Blanc oder auf Deutsch gesagt Zwiebel kleingeschnitten, mit Butter angeschwitzt, glasig, keine Farbe. Die schwitzen wir jetzt in 50 Gramm Butter an. Die Zwiebeln werde ich direkt würzen mit Salzzucker jetzt. Zucker ist ganz wichtig beim Zwiebeln anschwitzen. Das bringt den natürlichen Geschmack ein bisschen mehr raus. Jetzt haben wir unsere Zwiebeln glasig geschwitzt. Jetzt werde ich das Ganze ablöschen mit unserem trockenen Weißwein. Circa 300 Milliliter. Und mit unserem weißen Portwein. Auch circa 300 Milliliter. Und das Ganze wird jetzt aufgekocht, damit der Alkohol verfliegt und circa um ein Drittel eingekocht. Wenn das Ganze eingekocht ist, dann kann ich die Gemüsebrühe hinzugeben, die nebenbei auch vor sich hin köchelt. Und dann wird das Ganze passiert und mit Speisestärke abgebunden. Jetzt geben wir die Gemüsebrühe hinzu, die wir frisch gekocht haben. So. Und das kann man jetzt abpassieren. Ein bisschen Speisestärke in kaltem Wasser verrühren. Die eigentliche Bindung von der Speisestärke kommt immer nach 3-4 Minuten des Kochens. Deshalb koche ich die jetzt aus, die Stärke, jetzt kann nichts anbrennen und kocht auch nichts über. So, wenn wir eine schöne Bindung bekommen haben, werde ich das Ganze aufmontieren mit ein bisschen Butter, Sahne, nicht zu viel und Milch. Das Ganze lasse ich jetzt nochmal aufkochen und danach ganz wichtig nochmal abschmecken, Salz, Zucker und weißer Pfeffer.
aber das ist noch nicht ganz Sauerampfer-Cremesuppe. Es fehlt uns die Sauerampfer. Wir zeigen noch mal ganz kurz, haben wir noch ein bisschen was aufbewahrt hier. So sieht Sauerampfer aus. Wir haben es mit Spinat im heißen Wasser kurz blanchiert, dann rausgenommen, im Eiswasser abgekühlt, rausgenommen, ausgedruckt. Dazu haben wir wunderschöne Kartoffeln gekocht, also es reicht eine Kartoffel weich gekocht, gepellt, klein geschnitten. Dazu haben wir noch ein wenig Butter gegeben, in einen Mixer zu einer homogenen Masse verarbeitet. Und so sieht das dann aus. Das legen wir kurz an der Seite. Die Suppe ist bei uns jetzt schon fertig gekocht. Die Masse ist auch fertig. Das würden wir dann zum Schluss zusammenrühren. Dazu kommen wir noch. Wir haben als eine der Komponenten nochmal Pastinake bei uns eingebaut. Pastinake, so sieht es aus. Wir haben es einmal zu einem Püree verarbeitet. Das erkläre ich ganz kurz. Und zwischenzeitlich bereiten wir aus der einen Pastinake nochmal einen Pastinakensalat. Wir haben die Pastinake geschält, so wie es Philipp gerade auch macht für den Salat. Klein geschnitten, haben wir in den Topf Butter zerlassen, Pastinake dazu gegeben, direkt gewürzt mit Salz und Zucker und immer mit kleinen Menge Flüssigkeit, also Wasser, dazu gegeben, weich gekocht. Danach einfach püriert und an der Seite gestellt. So sieht das jetzt bei uns aus, umgefüllt, noch schön warm. Also ist gerade fertig geworden. Genau, und jetzt machen wir die leckere Pastinakensalat. Dann haben wir jetzt einen Hobel. Wer keinen Hobel zu Hause hat, obwohl die meisten haben schon einen, kann man das auch wunderbar mit einem scharfen Messer schneiden. Das Ganze hobel ich jetzt einfach runter. Schön dünn. Und dann werden wir das Ganze würzen mit ein bisschen Salz, Zucker. Das kann man quasi schon am Anfang dieses Gerichts machen, damit der Salat ein bisschen Zeit hat, durchzuziehen. Die Pastinake lässt dann auch ein bisschen Wasser, wenn man Salz, Zucker mit dran gibt. Und sobald die Pastinake leicht Wasser gelassen hat, schmecken wir das jetzt in unserem Fall mit ein bisschen Mohnöl ab. Man kann auch genauso gut eine Vinaigrette ganz einfach aus Pflanzenöl, ein bisschen Essig und Zitrone oder Zitrone herstellen, ein bisschen Wasser dazu und das dann auch hier mit marinieren. Das mal eben machen. Wunderschön. Vielen Dank. Und das Ganze würde ich jetzt 20 Minuten einfach so stehen lassen, bevor man den benutzt. Ja. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit unseren Beef Pralines. So sehen die aus. Genau. Das sieht jetzt an sich sehr komplex aus, ist es aber absolut gar nicht. Die Idee dahinter ist, dass wir versuchen, alles zu verwerten, was wir in der Küche haben. Die bestehen jetzt in dem Fall komplett aus Fleischabschnitten, sprich parieren, die wir von unserem Menü, wenn wir Fleischabschnitte haben, frieren wir die immer weg. Und das können wir für so eine Sache wunderbar benutzen. Man kann das aber auch herstellen, und das ist wesentlich einfacher, wenn man sich jetzt extra Schmorfleisch bestellt beim Metzger oder auch im Supermarkt. Denn das ist wesentlich kollagenhaltiger, das Ganze. Sprich, das Kollagen bewirkt dann, dass das Fleisch wunderbar zusammenklebt, wenn es dann erkaltet ist, was in diesem Fall extrem wichtig ist. Hierfür haben wir für unsere Herstellung haben wir unsere Fleischabschnitte genommen, haben die in einen Schnellkochtopf gepackt. Man kann das ansetzen mit Sake und Mirin, ein japanischer Süßwein. Oder man kann das ganz klassisch machen mit Rotwein und roten Portwein. Das Ganze angießen, bis das Fleisch bedeckt ist. Ein bisschen Knoblauch mit dran. Also man kann das abschmecken, wie man möchte. Also sehr variabel. In unserem Fall haben wir jetzt Knoblauch und Ingwer mit dran gemacht. Das Ganze im Schnellkochtopf aufkochen lassen, bis das Ganze übergart ist.
damit wir später, wenn wir die Soße abpassieren von dem Fleisch, dass wir das Fleisch quasi zerteilen können mit einer Gabel oder mit einer Pinzette oder was auch immer zu Hause da ist, damit das kleine Fasern werden und die Soße wird stark eingekocht und eventuell, je nachdem, wenn man jetzt dieses kollagenhaltige Fleisch hat, was in jedem, also jedes Schmorfleisch ist relativ kollagenhaltig, dann braucht man diese Soße, wenn die eingekocht ist, nicht mehr abbinden. Wenn man, wie bei uns jetzt, Fleischparühren hat, die sind weniger kollagenhaltig, dann mit ein bisschen Speisestärke das Ganze abbinden und unter das gezupfte Fleisch wieder geben, verrühren. Und wir haben jetzt für den Fall hier haben wir Silikonmatten als kleine Halbkugel da reinfüllen. Das geht aber auch wunderbar mit einem Behälter wie hier. Dann füllt man die Fleischmasse hier rein, lässt das auskühlen, später stürzen, schneiden, wie man das haben möchte, wie so eine Art Krokette. Und das Ganze wird dann paniert. Ganz klassische Panierstraße, Mehl, Eier. Und hier haben wir unser Petersilien-Toastmehl, sage ich mal. Das kann man herstellen auf alten Toast, wenn man ein paar alte Toastscheiben zu Hause rumliegen hat. Einfach ein paar Stunden draußen liegen lassen, bis sie schön hart sind. Die Rinde entfernen, das in den Küchenmixer rein, ein bisschen Petersilien, Blattpetersilie oben drauf, fein mixen, dann hat man ein Paniermehl, was eine schöne Farbe hat in dem Fall. Wunderschön. Dankeschön. Nochmal. Und ja, das Ganze werden wir jetzt mal panieren. Und ja, dann fangen wir mal an. Genau. Bei dem Ei, was ich benutze zum Panieren, das macht sich wesentlich einfacher, wenn ich das kurz anschlage und danach ein bisschen Wasser zugebe. Dadurch kriegt man eine wesentlich gleichmäßige Beschichtung gleich, wenn wir das panieren. So. Also jetzt komme ich mir wie bei meiner Ausbildung vor. Philipp war mein Vorgesetzter. So ein bisschen fühle ich mich jetzt so. Ja, so wie damals. Ja, wirklich. Ja, damals habe ich dich unter Druck gesetzt, heute ist es andersrum. Stimmt gar nicht, stimmt. Immer ganz lieb. So. Alles klar. Und ja, diese Art Panade hier kann man auch wunderbar für Wiener Schnitzel zu Hause benutzen oder andere Sachen, die man panieren möchte. Schöner Wiener Schnitzel. Mhm. So. Für unseren Zweck jetzt, wir wollen diese zwei Halbkugeln, die wir haben, die wollen wir jetzt zu einer ganzen Kugel machen. Zu Hause braucht man das nicht machen. Wie gesagt, wenn man das in so einem Einsatz, in so einem Behälter umgefüllt hat, einfach runterschneiden, wie so eine Art Krokette, und dann kann man schon anfangen mit dem Panieren. Werden wir die kurz, die Oberflächen erhitzen. Und jetzt können wir die Halbkugeln quasi zusammenkleben. Und wenn das Ganze gleich wieder auskühlt im Kühlschrank, dann ist das Ganze fest. Und dann können wir anfangen, die zu panieren. So sieht das dann aus. Die Fleischpralinen sind schon abgekühlt. Wir holen die jetzt mal raus. Genau. Und panieren wir die. In der Zwischenzeit schneide ich noch ein bisschen frischen Sauerampfer runter für Dekoration gleich. Einfach ein ganz dünnes Streifen. In der Agata gleich die Rinderbällchen. Die Pralinen schon frittiert, dann fange ich schon mal an mit der Suppe fertigzustellen. Das heißt, die Basis für Blancsuppe einfach nur nochmal aufkochen. Und wenn sie einmal aufgekocht ist, einfach unsere Sauerampferbutter hinzugeben. Danach nicht mehr kochen, gut einrühren und dann bleibt die Farbe auch ein bisschen erhalten. Ja. Ich empfehle unbedingt zu zweit zu kochen. Ja? Sie sehen, der Philipp ist total fleißig. Aber ich denke, das sind jetzt genau die Zeiten, wo man auch mit dem Partner, mit Lebensgefährten, Gefährten oder mit Kind
auch was zusammen kochen kann. Das ist echt schöne Zeit. Ich finde, das macht auch Spaß. Man kann sich austauschen, man kann sich auch viele Geschichten erzählen. Wir haben uns viel, nach so vielen Jahren viel zu erzählen. Immer noch, ja. Immer noch. Auf jeden Fall macht das sehr, sehr, sehr viel Spaß. So. Unsere Pralinen sind jetzt fertig paniert und ich werde die jetzt ausbacken. Bitte. Jetzt werde ich unseren frisch geschnittenen Sauerampfer noch zu dem Salat geben. Ein bisschen unterheben. Unser Pastinakenpüree. Machen wir ein paar Punkte. Das muss auch nicht unbedingt jetzt mit einer Quetschflasche sein, so wie diese. Das kann man auch wunderbar mit einem Löffel machen. Was man zu Hause zur Verfügung hat, funktioniert alles. Und die Idee hierhinter ist, dass wir unsere Suppe nicht sofort angießen. Das kann man zu Hause auch wunderbar. Dass man erstmal die Einlage, sprich jetzt die Praline, unser Püree, unser Salat, erstmal auf den Teller anrichtet und dann später die Suppe hinzugibt, damit zu Hause die Familie erstmal einen schönen Teller sieht und dass man die Einlage auch sieht, was man da alles in der Suppe drin hat. Ja, genau so. Agatha schenkt den Wein ein, erklärt ein bisschen was dazu. In der Zwischenzeit werde ich unsere Suppe schon montieren mit unserer Sauerampferbutter und dann können wir auch schon essen. Genau, und ich habe noch aus unserem Weinkeller was rausgeholt. Und zwar auch eine kleine Überraschung aus meiner Heimat. Und zwar einen polnischen Wein von Weingut Turnau. Halbtrockener Weißwein. Und die, die noch nicht gehört haben, dass es in Polen tolle Weine gibt, auf jeden Fall bitte im Internet, bei Online-Shop oder wie auch immer mal nachschauen. Sehr zu empfehlen. Genau. Das ist unser Wein zu unserer Sauerampfersuppe heute. Ich schenke uns schon was ein, oder? Ja, für mich auch bitte ein Glas. Ja. Jetzt habe ich unsere Sauerampferbutter in unsere Beurre Blanc-Suppe eingemixt. Das kann man mit einem Schneebesen machen, mit einem Mixstab kann man das Ganze ein bisschen fluffiger machen, je nachdem, also ein bisschen mehr luftiger, je nachdem, was man haben möchte. Das fülle ich jetzt um in unsere Teekanne. So, sehen Sie, die Gäste von Ihnen im Zug, um wie viel Mühe Sie sich gegeben haben, natürlich. Und sehen natürlich auch die wunderbaren Komponenten. Genau, so sieht das aus. Wir sind jetzt für heute mit Kochen fertig. Jetzt werden wir meine Lieblingssuppe genießen. Und Prost. Den schönen polnischen Wein. Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und wir freuen uns, wenn wir tollen Feedback und tolle Bilder von Ihnen bekommen, wenn Sie nachgekocht haben. Dankeschön. Danke. So ihr Lieben, also falls es euch heute gefallen hat, uns zuzuschauen und ihr Lust habt nachzukochen, bitte liken Sie den Beitrag auf den Seiten vom Polnischen Institut bei Facebook oder Instagram. Schicken Sie Fotos, schicken Sie einen Kommentar. Es erwartet noch für den, der es wirklich super kreativ ist, umgesetzt hat und fleißig mitgekocht hat, ein kleines Geschenk. Und wir sind nächste Woche wieder da. Ich wollte noch sagen, für den Verlierer, der darf einen Monat bei uns umsonst spülen. Ja, genau. Oder mitkochen. Wirklich, das ist nicht nur Spaß. Der Philipp ist sehr streng. Aber auf jeden Fall wird uns das freuen. Nächste Woche sind wir wieder dabei und da haben wir nochmal ein tolles Gericht, der auch super lecker ist und
Ja, wir freuen uns. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Danke.